Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Need for Speed Unbound. So, dann wollen wir mal mit der Story beginnen. Ich weiß nichts von dem Spiel, außer dass es gar nicht gut ankommt Wähle und einen diesen Charakter zum Anpassen. Cartoony-Stil habt. Na, die sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Der wirkt auch relativ cool. Blaue Haare. Das gefällt mir aber. Wen haben wir denn noch? Lila Haare natürlich auch nicht schlecht. Oh, blonde Haare habe ich selber, aber ich habe nicht so einen Bartwuchs, da fühle ich mich nur eingeschüchtert. Ich nehme die mit blauen Haaren. Auswählen. Ja, anwenden. Ja, nee. Passt. Sieht gut aus. Kopf, Kleidung, Posen. Beenden und fortfahren. Im Spiel ändern. Welche in Ordnung? Wähle einen Schrottwagen zum Reparieren. Ein Schrottwagen? Der Nissan, der Lamborghini Countach ist natürlich auch ein geiles Auto. Ich nehme den Dodge Charger mit der lustigen Nummer hinten dran. Ja, auswählen. Nimmst du diesen Wagen? Ja. Wie oft muss ich den drücken, um zu bestätigen? So, das werde ich skippen. Na, sieht hier gar nicht so cartoony aus. Das sind wahrscheinlich nur die Fahrzeuge. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Wir haben den ganzen Sommer dran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam. Soll ja nichts kaputt gehen. Ach, wenn ich fahre, geht nichts kaputt. Oh, eine Pfütze. Ein Auto. Ein Zebrastreifen. Und, hey, hier ist nur 30. Das sind dann wohl die Cartoon-Effekte. Finde ich jetzt per se ungewöhnlich, aber nicht schlecht. Das ist halt nur nicht das, was man von Need for Speed erwartet. Da kommt eine Kurve. Ich seh's. Wo kommt eine Kurve? Achso, da hinten. Lenke ein und tippe Bremse an. Versuch einen Drift. Der driftet aber heftig. So klasse war das nicht. Kurve, Kurve, Kurve! Ja, chill! Fahr doch nicht zum ersten Mal, außer in dem Spiel hier. Ich hub sehr viel beim Driften. Ich glaube, das sollte man nicht so machen. Na gut. Komm schon. Hätten wir doch den Lamborghini genommen. Das Auto hier ist echt lahm. Wieso ist die Hupe auch auf L2? Gib's zu, du dachtest, wir kriegen die Kurve nicht. Halt die Klappe und teste das Nitro. Wäre doch Verschwendung, wenn wir die Pferdestärken nicht nutzen. Nitro, los! Also ganz ehrlich, den Cartoon-Stil finde ich bis jetzt echt nicht schlecht. Hab mir das schlimmer vorgestellt. Das sieht ich eigentlich ganz cool aus. Von Nitro. Wie und riecht Nitro denn? Sie riechen, wenn wir über die Ziellinie kommen. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, yes. Ich habe aber keine Controller-Vibration. Soll das so sein? Wir haben so lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Ich habe den Dialogfokus-Modus an. Deswegen habe ich gerade wenig vom Auto gehört. Mache ich wieder aus. Das Auto soll schön brummen. Dafür haben wir's ja. Bösewichte. Bösewichte. Müssen wir alle kaputt rennen. Guck dir das an. Ja, kurz in die, nicht Schnappschuss. Einstellung da vorne. Audio. Dann haben wir hier Sprachfokusmodus aus. Wunderbar. Die ganze Straßenrennszene von Lakeshore ist hier. Zeit zu spielen. Endlich. Wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Das ist richtig. Los jetzt. Deine Burst-Nitro-Anzeige füllt sich bei folgendem. Springen, Driften, im Windschatten fahren oder eine Bahn. Beinahe Unfall bauen. Das ist gut. Das war ein beinahe Unfall. Ich könnte es jederzeit verreißen, das Lenkrad. Unser Schmuckstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben? Hab immer davon geträumt. Oh. Der Wagen. Die Person ist aber unglücklich vors Auto gelaufen. Freiheit. Wow, tiefgründig. Sonst klingst du eher wie. Gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Wieso hupe ich immer beim Driften?
Oh, mach ich falsch. Ui, ui, ui. Ich glaube, 3 Versuche habe ich noch. Ich habe es auf Herausfordern gestellt, das Spiel. Ich wusste nicht, dass man so viel Gegenverkehr hier hat. Oh, ein Tuten. Ui. Wir müssen hier Menschen rumlaufen, das macht mich ganz... Kaum zu glauben, dass das mal einer von Ryders Wagen war. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er weiß ich auch nicht. Hey, Arsch! Geben wir alles für Rydell's Rides. Machen wir die Werkstatt berühmt. Na, hier mit der Werkstatt. Und dessen Berühmtheit. Boah! Was ist denn das für ein Fahrstil um Kurven? Komm schon, ich will gewinnen. Wieso sind die so schnell? Wir brauchen mehr Nitro. Oh oh. Oh oh. Die unfreundlichen Jungs. Wer hat die denn zum Rennen eingeladen? Na los jetzt. Nicht nur Black Screen. Uiui, uiui, uiui. Die müssen wir auch fertig machen. Ist aber nett, dass die mitrennen. Wo kommen die denn her? Uiuiuiuiui. Die müssen ihre Köder auf echte Verbrecher hetzen. Die sind schnell. Schüttle sie bei der Mutter ab. Die sollen hier mal echte Verbrecher. Und nicht hier Leute, die mit 200 durch den Tunnel fahren. Also man kann sich auch anstellen. Also bis jetzt habe ich Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Das Driften ist merkwürdig. Nein! Ja, die hatte ich nicht. Aber auch meine Reflexe sind im Urlaub. Weg! Keine Menschen. Ich mag keine Menschen in meinen Autorennspielen. Fühle mich immer schlecht, wenn ich über welche fahre aus Versehen. Ja, die springen zumindest weg. Boah. Also um Kurven komme ich nicht. Die Geraden sind super. Aber Kurven sind merkwürdig. So, mach mal hin hier. Wieso hupst du? Wir sind gleich bei der Brücke. Tritt auf Gas. Scheiße, yes. Ich hab kein Gas. Nitro. Nur ein kleiner Schubser. Sehr gut. Und Polizei fliegt noch mit. Nee, ich krieg einen Copyright-Strike wegen dem Lied. Ich hab's extra die restliche Musik gemutet. Vielleicht muss ich selber drüber singen. I like big booty bitches. Big booty bitches. Gib mir keinen Copyright-Strike. Yeah, yeah. Hör auf, du dämliches Lied. Ja, ist ja gut, ich will kein Copyright-Strike. Ich meine das ernst. Schnauze. Schnauze. So, los jetzt. Ah, scheiße. Muss ich vielleicht das Segment muten und wirklich selber drüber singen. So, ein Glück, es ist vorbei. Ich habe die Musik extra ausgestellt, genau damit sowas nicht passiert. Rydell's Riders. Da war jemand sehr kreativ bei der Benennung seines Geschäfts. Eine Felge. Noch eine Felge und ein Auto. Wieso sieht das ganze Auto jetzt wie ein Cartoon aus und jetzt nicht mehr? Und jetzt auch nicht mehr? Komm schon, ich will fahren. Was interessiert mich hier Story? Ja, schöne Autos. Ich nehme den Nissan. So, los jetzt. Rauf aufs Pferd. Yes, ich kriege hier 1000 Nachrichten über dieses Treffen in den Heiz heute. Wie gesagt, es geht um echt viel Kohle. Das ist unsere Chance, yo. Ich mag echt viel Kohle. Los jetzt. Krass. Ja, ich bin ein krasser Typ. Was sagst du dazu, Boss? Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Ich liebe einfach den Duft von Benzin. Ja, der ist ungesund. Solltest nicht so oft riechen. Muss schon sagen, was ihr aus dieser Schrottkarre gezaubert habt, ist heftig. Glaub ich mag mir, aber sein Wiesel-Shirt. Lake unsicher. Oder ist es ein Erdmännchen? Was? Ist alles eingetragen? Klar. Und ich bin LeBron. Ich glaube nicht, dass du LeBron bist.
Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for... Naja, du weißt schon, dieser... Beat. Need for... Need for... Was? Ich weiß auch nicht. Geschnuppert. Tut mir einfach einen Gefallen. Fahrt bitte nicht mit diesen Arschlöchern aus Cyril Heights. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nicht von da? Ja, und darum weiß ich auch, was diese Arschlöcher vorhaben. Sicher nichts Gutes. Rydell, du hast immer gesagt, dass ich Leute gut einschätzen kann. Das habe ich nie gesagt. Was? Traust du mir nicht? Nein. Gewinnt einfach, okay? Natürlich gewinnen wir. Ich fahre ja. Nicht nur reden, sondern gewinnen. Na gut, los geht's. Lass uns loslegen, denn heute Nacht geht es um alles. Habe ich eigentlich so ein Pflaster über der Nase, damit ich besser atmen kann, dass das die Nasenwände irgendwie nach außen drückt? Jetzt ist es kein Cartoon-Stil mehr. Entscheidet euch, Spiel. Obwohl beides sieht eigentlich relativ cool aus. Hätten sich aber für ein Text bearbeiten. Rydell 1. Nö, das geht hier gar nicht. Tastatur. Introvert. Intro V. Ja, warum nicht? Wisst ihr alle, bei welchem Kanal ihr seid? So. Wie Wagen sieht jetzt mit meiner Gehaltserhöhung aus? Ja, das ist die Frage. Wir müssen erstmal. Ja, das ist die Karte, Karte, Karte. Die starten endlich so richtig durch. Demnächst bringen ein paar neue Kunden ihre Autos vorbei, wenn du es genau wissen willst. Garage verlassen. Danke für die Dialoge, aber ich hab's eigentlich, ich muss Rennen fahren. Hey Rydell. Hey Kiddo, wie ist die Lage da draußen? Sehr gut. Wir sind gerade erst los, also entspannt. Hey Rydell, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze. Machst du doch, oder, Jess? Na klar, total. Hey, ich hupe nicht mehr. Jetzt hupen die anderen. Jo! Können sich auch nicht entscheiden. Bereit? Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Sonst hängen die Pros nicht mit uns ab. Ich sehe so aus, als ob ich wüsste, was ich was tue. Irgendwie so rum. Unsere Karre sollte unseren Ambitionen entsprechen. Sie sollte gut aussehen. Es geht um mehr als nur den Sieg. Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Nö, es geht nur um den Sieg. Ich weiß, was läuft. Auch wenn eine Schrottmöhre so aussieht wie eine Schrottmöhre. Wenn die gewinnt, ist es keine Schrottmöhre. Macht das Sinn? So. Ich hab das Gefühl, du machst das mit Absicht. Ich mach das nicht unabsichtlich. Ich wusste nicht, dass ich hier in Tunneln muss. Wow. Event. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. Ich bin konzentriert. Auswählen. Starten. Los, jetzt wird gerannt. Ja, die Krone kannst du mir eigentlich oben lassen. Straßenrennen, Fabrikrekord. Ich hab doch noch gar keinen Rekord. Aber gleich gibt's eine persönliche Bestleistung. Was ist das denn für ein Arsch? Zeig ihm den Mittelfinger. Nitro. Boah, das... Da hat der Gummi nicht genügend Grip gehabt. Ich habe meine Reifen auch nicht aufgewärmt. Willkommen in Lakeshore. Bitte gut anschnallen. Ich pack das. Ich mach das. Natürlich machen wir das. Gut so. Bleib dran. Mut zur Lücke. Ah. Hupt halt in den Kurven, was soll's. Nein! Wenn wir angehalten werden, behaupte ich, du hättest mich entführt. Hey, das ist mal. Nur fair. Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Das ist schon lange fällig. Aber sag das Rydell nicht. Was sagen? Genau das wollte ich hören. Komm schon. Wieso sind die denn so schnell? Ach, ist nur noch einer. Ich dachte, da steht eine 3 drüber. Ich soll vielleicht mal einen Sehtest machen. Hui. Egal, wenn die Cops mich kriegen, habe ich hier eh größere Probleme. Spielst du Fang mit denen? Ja, ich spiele gerade auf Fang. So. Die schleudern hier in den Gegenverkehr. Nein! Doch nicht mich! Ach, manchmal bin ich dämlich.
So. Braucht es Nitro, sorry, Cops. Wurde gut durchgeschüttelt. Ah, ich würde auch mal gern gut durchgeschüttelt werden. Packt eure Empfehlung dafür gerne in die Kommentare. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht doch nicht. So, wie viel sind wir? Dritter. Wir sollten gewinnen. Ist da schon das Ziel? Nee. Doch, scheiße. Oh Mann, wir sollten doch gewinnen. Das müssen wir nochmal machen. Ja, da brauche ich gar nicht so posen. Erneut versuchen, auf jeden Fall. Nicht erste Rennen schon hinwerfen. Ja, das brauche ich nicht nochmal sehen. Los geht's. Und diesmal macht man einen gescheiten Start. So. Ganz langsam. Ganz langsam. Ah, das war die gleiche Scheiße, die ich beim ersten Mal auch gemacht habe. Ich bin noch vom Formel-1-Game zu sehr gewohnt, A dabei gedrückt zu halten. Ups. Und dann loszulassen. Niemand ist besser als ich. Was? Wo kommst du denn her? Also die Cartoon-Elemente haben was. Damit kommst du mir nicht so leicht davon. Konkurrenz ausgeschalten. Das hältst du niemals durch. Irgendwie habe ich aber nicht so das Gefühl nach Geschwindigkeit. Das Auto müsste viel, viel lauter sein. Und schneller. Schade. Schade, dass da einer entgegenkam. Ich auch nicht. Deswegen bin ich ja dagegen gefahren. Komm schon. Nitro! Brauche mehr Boost. Wenn du gewinnst, tue ich dir weh. Was? Wenn ich gewinne, tust du mir weh? Willst du noch mehr davon? Das ist doch dämlich. Ich war Erster, ihr habt's genau gesehen. Der hat mich abgelenkt. Wieso heiße ich hier in dem Spiel eigentlich noch Destrox? So hieß ich ganz früher mal. Von Destrox Energy. Nee. Aber irgendwie daran. Irgendwie wollte ich einen Unique haben. Jetzt habe ich einen, der zu mir passt. Wir werden ja wieder nicht Erster. Der Rüdiger gewinnt. Was hat der gefrühstückt? Also nochmal mache ich es nicht. Dann müssen wir jetzt das andere Rennen gewinnen. Wird bestimmt noch eins geben. Hab meinen Finger geblasen. Ja, ja. Hör auf zu posen. Weiter. Brauchen einen besseren Wagen. Wie können wir sonst wagen zu verlieren? Nächstes Rennen, bitte. Wir sind in Edgewater. Es war ein komisches Rennen. Da hat Style gefehlt, weißt du? Ja. Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Auf der Motorhaube posieren, cool aussehen, das Übliche. Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich hab nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambitionen. Ach, du bist eine Frau mit Ambitionen, und das wollte ich ja gerade sagen. Teil zu finden. Ich hab immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast. So, wo muss man überhaupt hin? Ich will da runter. Morgan Stevenson unterstützt den Wiederaufbau von Lakeshore. Denn eine Stadt ist nur so stark wie ihr Fundament. Morgan Stevenson ist dieses Fundament. Finanziert von Waterside Construction. Wir machen Lakeshore wieder groß. Einen Firmensitz nach dem anderen. Na, das klingt doch mehr gut. Tech-Milliardäre. Das hat Lake noch gefehlt. Ja, ich hoffe, da unten ist die Garage. Bin etwas mit dem Navi unglücklich. Ich glaube, ich hätte einen Wegpunkt setzen sollen. Ah, wir haben es geschafft. Hui. Fuck. Wir sind aber da. Garage aufsuchen. Ja, auf jeden Fall. Wen sollte ich sonst aufsuchen? Geld gesammelt. Oh, das ist wenig Geld dafür, dass wir das Gesetz gebrochen haben. Dafür stehe ich nicht mal auf. Verfügbar, das ist mir doch alles egal. Wie lief's heute da draußen? Der Wagen Scheiße. Sieht gut aus. Nein, sieht er nicht. War auch nicht schlecht. Braucht eine neue Lackierung. Zu harmonieren. Oh, 6000 kriege ich dafür. Ja, harmonieren wunderbar. Sehr schön. Oh, cooles Wetter. Hey, acht auf Kopf.
Die haben die Suche nach uns noch nicht aufgegeben. Wenn wir Warum suchen die nach uns? Rastet Rydell aus. Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt. Waren das nicht gerade Cops? Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells. Du kannst dort nicht ewig arbeiten. Warum nicht? Hab nie drüber nachgedacht. Ich wollte nur aus dem Pflegesystem raus. Rydells Rides ist genau der richtige Ort für mich. Er war wirklich gut zu uns. Ja, das war er. Ehrlich gesagt, der stabilste Ort, an dem ich bisher war. Aber manchmal... weiß nicht. Manchmal ist stabil zu instabil, versteht ihr? Wir haben einen Ort. Einen guten Ort, an den wir gehören. Und wir haben einen Plan. Gewinn. Oh, wir werden gewinnen. Ohne Ende. Na, die Cops hat das jetzt nicht wirklich interessiert, dass ich damit 250 km/h durchgefahren bin. Hey Kiddo, ist Jester? Jo, was ist? Hast du eine Rotstange gesehen? Rory nennst? Genau, Rory. Wo ist sie? Ich nenne was anderes an mir immer Rory. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr rausfindet, was es ist. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege. Vielleicht nicht. Ja, Event starten. Hört auf zu labern, ich will Rennen fahren. Okay, was? Event kann nicht gestartet werden, du brauchst mehr Geld. Was? Startgeld 0, okay, scheiße. Dann machen wir das Billo-Event. Ist das jetzt nochmal das erste, was ich nochmal... Nee. Shopping-Tour. Ich hab doch kein Geld. Ah, die Starts vercheck ich immer. Und diesmal habe ich zumindest A schon nicht gedrückt. Nächstes Mal gebe ich nur zum Start Gas. So. Hab nichts gesehen. Irgendwie wirkt das aber trotzdem ein bisschen langsam. Dankeschön. Na gut, die Kurven wirken sehr zackig. Ist gewöhnungsbedürftig, aber jetzt nicht per se schlicht. Kann man sich mit anfreunden. Ich sehe weder von hinten noch von vorne gut aus. Verwunden die Verdächtigen! Und los geht's! Den Spaß lassen wir uns nicht durch die Zentrale. Wow! Tut mir leid. Tut mir nicht leid, bin doch gut gefahren. Und rüber über die Brücke, hui! Diesmal nehmen wir keine Polizei mit. Ich hoffe, ich kriege jetzt viel Geld, wenn ich das hier gewinne. Nee, ich werde dich nicht gewinnen lassen. Ach, ich dachte, die Kurve müsste irgendwie durchs Gebäude. Hätte ja viel früher schon umbiegen können. Die Pfeile haben mich irritiert. Das war es eindeutig. Hui. Wir haben uns erledigt. Verdammt. Ja. Die werden wir nicht mehr sehen. Die werden jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre im Gefängnis sitzen. Wer ist Michael Jordan? Was hat der hier mit dem Spiel zu tun? Reife, kann mich mal. Stellt halt einen Blitzer auf. Kennzeichen steht dran. Mir gefällt das nicht gut. Hä? Bin ich draufgegangen? Haben wir gewonnen? Was ist passiert? Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, erster, weiter. Perfekt, besser geht nicht. Immer schön weiter. Captain down. Und Brake Check. So machen wir das in Lake. Ja, genau so. Nicht anders. Nein, da ist... War das eine Fahrschule oder ein Taxi? Wieso? An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Douglas Park. Ach, leck mich doch. Die werde ich sicher los. Mal ein bisschen auf der Gegenspur fahren. Kann nur gut sein. Macht es nicht zu Hause nach. So, ein Kopf verfolgt mich noch. Fast abgehängt. Ja, ich entkomme. Bin ich tot? Luft in der Gegend. Bin fast tot. Ich spreche
Zeige das hier ab. Ziel ist entkommen. Und ja, ist entkommen. Hui. Gut gefahren. Danke schön. Besser fährt keiner. Durchgedreht. Haha, du weißt, er war früher noch heftiger drauf. Wieso muss ich zu Rydell zurück? Immer alles nach Vorschrift. Nur Familie zählt, Kiddo. Ich will das nächste Rennen fahren. Ich will nicht zu Rydell zurück. Hui. Verdammt. Heute hat echt Spaß gemacht, Jess. Ja, das hat gerade echt Spaß gemacht. Das Auto sieht aber nicht mehr so Premium aus. Da ist doch das nächste Rennen. Wo ist meine Map? Map? 12.000. Wir haben einen neuen Wegpunkt. Habe ich den Wegpunkt nicht gemacht? Habe ich echt kein Navi auf der Straße? Also, was machen wir, wenn Rydell in den Ruhestand geht und wir zu Legenden in Lakeshore geworden sind? Auch in den Ruhestand gehen. Ausverkaufte Gigs. Mich von Fans mit Trauben füttern lassen. Warum? Was hast du vor? Oh, mich mit Trauben füttern lassen würde ich mich auch gern mal lassen. Zu sehen, was Rydell aufgebaut hat. Ich frag mich, ob ich mir sowas hier auch aufbauen kann. Das hast du schon. Und wir fahren es. Etwas Größeres als dieses Auto. Ich bin einfach froh, dass wir unser Ding machen. Noch ein größeres Auto. In der Werkstatt. Teile rausnehmen, Schrauben festziehen, Teile wieder einziehen. Und wieso beginnt eigentlich hier im Tunnel immer alles? Pizzanächte auf dem Sofa. So, jetzt aber, ich brauche Geld. Der uns davon überzeugen will, dass die Spins diese Saison gewinnen. Papa braucht Geld. Und ich bin LeBron. Was hat LeBron hiermit immer zu tun? Oh, der Mercedes links sieht schick aus. Kann ich nicht mit dem fahren? So, die 4000 haben wir aber jetzt. Das wollen wir aber auch wieder zurückgewinnen. Mein Auto hat sehr spritzigen Durchfall. Das versuche ich. Das tut mir leid. Nein, ich bin bei den Starts immer noch bisschen doof, was ich da mache. Wieso fahren die alle da links lang? Sind die dämlich? Bin ich dämlich? Der Mercedes ist aber langsam. Wenn du das tust. Ciao. So. Hey, mein Wagen. Ja, das so fährt man nun mal. Kommt damit klar oder sucht ihr neuen Beruf? Das macht sie, hängen wir sie ab. Verwunden die Verdächtigen. Ja, viel Spaß damit. So. Bin ich schon Erster? Ich bin Dritter. Das ist aber scheiße. Wieso sind die denn so schnell? Brauche ein schnelleres Auto. Ich gebe doch mein Möglichstes hier. Ach so. Hab rausgefunden, was das Geräusch macht. Linker Stick durchdrücken. Irgendwie mache ich das sehr leicht heute. Upsi. Passiert den Besten. Irgendwann findet man es los. Nie, weil es irgendwie so krampfhaft um die Kurve geht und mit der Kamera dann hantieren. Alter, wie schnell wollen die noch fahren? Cops, haltet die doch mal auf. Die fahren fast mit 300. Ein paar Kratzer sind nicht so schlimm. Die Kratzer machen mir keine Sorgen. Mir macht nur Sorgen, dass ich verliere. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht, dann wird's wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also ich bin nicht überzeugt. Die Autos sind cool, der Cartoon-Style als Element gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber mehr Positives fällt mir da echt nicht ein. Das Driften ist komplett merkwürdig, die Charaktere sind allesamt, also wirklich alle unerträglich. Und der Schwierigkeitsgrad, das war mittel und das ist auch irgendwie komisch gebalanced. Ach, keine Ahnung, was da war. Vielleicht lag es ja auch nur an mir.
Und die ständige Polizei außerhalb von Rennen ist auch extrem nervig. Und wie man den Steam-Reviews zum Beispiel entnehmen kann, wird das alles noch viel schlimmer mit der Polizei. Da braucht man nur 4 Rennen fahren und dann hat man in der Open World eigentlich keinen Spaß mehr mit seinem Auto. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.